Zack, und runter damit und gehackt das Teil. Sehr schön. Zuletzt noch an der Belaya unterwegs gewesen. Schön mit der Pose. Und da hat das schon ganz gut geklappt, so mit Eschen und mit Forellen. Und jetzt hier an der Tunguska testen wir das Ganze doch auch einfach mal. Ob das nicht ganz gut klappen könnte hier. Schön mit schwimmender Fliege und sowas auf Eschen und Co. Also raus hier wieder. Zack, flach ausgeworfen. Relativ flach auch von der Ködertiefe. Und dann gebe ihm, ich bin so ungefähr auf einem Meter unterwegs und teste hier gerade verschiedenste Köder. Am besten alles, was so ein bisschen Flügel hat. Jetzt nehmen wir nochmal die Eintagsfliege mit dazu. Und dann raus damit. Also Bremse ist gerade draußen, Fliege ist draußen, Eintagsfliege ist jetzt draußen. Und dann mal gucken, was hier so reinrasselt. Es sind schon einige Eschen dabei. Die größte hier gerade, Ostsibirische mit 1,3 Kilo. Also das ist doch schon mal nicht so schlecht. Und ich bin sehr gespannt, was noch weiter geht. Ja, zum einen größentechnisch und zum anderen natürlich auch noch beifangmäßig. Denn die Beifänge hier, die lohnen sich ja auch in der Regel. Sowas wie ein Prosopium oder sowas, das wäre natürlich nochmal richtig nice. Gerade nochmal kurz getestet und auch direkt bestätigt, große Bodenränke. Ballert halt immer wieder gerne rein auf Köcherfliegenlarve. Also das scheint richtig gut zu funktionieren. Das heißt, wenn ihr lieber die große Bodenränke haben wollt, dann volles Mett hier auf die Köcherfliegenlarve. Und dann lübt das in der Regel ganz gut damit. Ruhig auch ein bisschen tiefer, also den Köder dann so vielleicht auf 1,80 Meter plus. Ich bin jetzt hier auf 1,10 Meter, auf 1,20 Meter ungefähr. Und jetzt wird getestet. Ich hatte angefangen mit kleinen 18er Haken. Dementsprechend klein waren natürlich auch anfangs die Fische. Das heißt, wir sehen hier natürlich direkt hier die 300er, 100 Grammer, 100 Grammer und so weiter. Kleine Haseln mit dabei und so. Also das alles mit einem 18er Haken hat natürlich auch schon funktioniert. Kann man also auch durchaus machen. Man hat natürlich andere Beifänge. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen versucht, gezielter auf sowas zu gehen, Ostsibirische, das ist jetzt hier Fliege-Bremse in Kombination, das wäre schon nicht so schlecht, wenn wir da auch mit einem etwas größeren Haken reingehen und dementsprechend dann natürlich auch größere Brocken fangen können. So, ich gehe nochmal ein bisschen flacher rein, gehen wir mal auf 90, auch hier nochmal mit Bremse-Eintagsfliege in Kombination. Und vielleicht kann man sogar noch mal größer reingehen mit noch größeren Ködern. Wobei ich echt ein bisschen vorsichtig bin noch. Denn ich bin gerade nur mit 5,5 Kilo unterwegs. Also recht dünn. Und da wäre dann natürlich... Na komm, zieh runter. Da wäre dann natürlich so ein großer 8 Kilo, auch so eine Bodenränke oder sowas, sehr schlecht. Prosopium! Sehr schön! Sehr, sehr, sehr schön und gerne viel mehr davon. Weißt du was, da baue ich auch direkt um, ne? Da kenne ich ja nichts. Wenn das Prosopium gerade da drauf Bock hat, gibt es sofort die doppelte Dosis. 80 cm, das war jetzt gerade auf 90 cm Tiefe. 80 cm, 90 cm, 10er Haken. Hier ist das Setup, 5,5 Kilo. Ganz fein. Das heißt, man kann sich hier natürlich auch gut mit der Stippe einfach hinstellen. Und dann gib ihm. Ah, der Prosopium ist natürlich super, ne? Esche auch auf 80 cm. Sehr gut. Also, so ist das auch schon mal richtig gut. So kann das auch gerne weiterlaufen. Wobei Frequenz, bei der Frequenz muss ich sagen, ist man doch schon ein bisschen flotter unterwegs, wenn man da noch irgendwie so Würmer und sowas drauf hat, ne? Wenn ihr also hier eher unterwegs seid, um Skillpunkte zu machen fürs Posenangeln. Klar geht das so auch hier mit den selteneren Fischen auch immer richtig vorteilhaft. Aber ich glaube, ich würde eine Route vielleicht auch einfach nur mit einem Wurm, mit einem Regenwurm, mit einem Mistwurm einfach so ein bisschen entspannter noch ausstatten, dass da noch mehr drauf geht und dass das nicht ganz so speziell ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon echt sehr zufrieden. Sieht gut aus. Jetzt wird halt noch ein bisschen rumgetestet, vielleicht sogar auch hakenmäßig, vom Haken vielleicht nochmal Richtung 6er Haken.
Zehnerhaken ist schon, glaube ich, ganz gut. Aber eben auch eher so für die kleineren Prosopium und Co. Und dann mit einem Sechserhaken, ich glaube, das ist so, ja, fast sogar die Grenze, oder? Gerade für die kleineren Eschen. Mehr muss das, glaube ich, nicht sein. Und jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie weit lässt man es hier wegtreiben? Das da hinten ist mir schon fast zu weit, ne? Also auch so stippmäßig, lieber, guck mal hier, zack, lieber hier vorne direkt im Nahbereich. Wenn sie doch auch hier reingehen, dann reicht das doch. Zack, 705er Esche, siehste. Also, es läuft doch ganz gut. Das ist doch schon wirklich mal ein gutes Zeichen. Läuft ganz gut, Frequenz ist okay. Kohlemäßig, 20 Silber gerade für das Ding. 166 bis jetzt. Ich hatte gerade erstmal noch schön Mittagspause gemacht. Das heißt, die ersten Fische hier unten vor einer Stunde. Ja, jetzt hier seit 9 Minuten quasi wieder da. Kann man mal eben gucken hier. Die letzten 9 Minuten. Ja, 100 Silber in 9 Minuten. Kann man noch machen. Und auf einen kleinen Haken, auf einen kleinen 18er Haken, da war das nicht ganz so ergiebig. Da waren dann die kleineren Brocken drauf. Ja, was haben wir hier schon wieder? Bodenränke. Eine Pelletmarine, auch schön. 1,8er Pellet. Das schmeckt doch auch. Komm, lass mich los hier. So, direkt weiter. Also, die Köder-Kombi mit der Bremse und mit der Eintagsfliege scheint wirklich gut zu gehen. 80, 90 cm Tiefe scheint auch gut zu gehen. Zumindest bei Sonnenschein. Bei ungefähr jetzt, so um die 12 Grad herum. Ich denke mal, es wird vielleicht gleich noch so bis 14 Grad warm. Aber das ist vielleicht nicht so super warm. Also in dem, zu den klimatischen Bedingungen scheint das gut zu funktionieren. Und da will noch mal einer rein. Einer zuppelt da zaghaft. Jawohl. Und da ist er. Also, im Großen und Ganzen kann man machen. Jetzt gerade in der Mittagszeit war so ein bisschen Flaute. Jetzt habe ich es gerade noch mal ein bisschen tiefer gestellt. Auf 1,40 Meter ungefähr runter. Da schießt jetzt gerade die nächste rein. Also ein bisschen rumprobieren mit den Größen. Rumprobieren natürlich auch noch mit den Ködern. Wenn du eine Köderkombination hast, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Dann teste ich das auch gerne mal. Und ja, ansonsten zieht raus die Brocken, toi toi toi, Petri. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und an den anderen Tagen 19 Uhr immer live auf YouTube. Bis dahin, Petri.